Augenbrauenlifting, eine Operation ohne sichtbare Narbe, ist das möglich? Diese Frage kläre ich in meinem heutigen Video. Mein Name ist Dr. Jessica Wittmann, ich bin Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im Kutzbury-Zentrum. Bei einer sogenannten Augenbrauenptosis sinkt die Augenbraue mit dem Alter immer weiter ab. Der Abstand zwischen Augenbraue und Wimpern wird kleiner, der Blick wirkt dadurch etwas müde und das Auge kann auch kleiner scheinen. Es kann sogar so weit kommen, dass der Hautüberschuss auf das Oberlid drückt und das Gesichtsfeld beeinträchtigt. Wenn es so weit gekommen ist, dass die überschüssige Haut auf das Oberlid drückt, neigt man reflektorisch dazu, die Augenbraue zu heben. Dadurch kommt es zu verstärkter Faltenbildung oberhalb der Augenbraue und es kann sogar zu Kopfschmerzen und Verspannungszuständen kommen. Ob eine Augenbrauenptose, also eine abgesunkene Augenbraue, vorliegt oder nicht, kann man sehr gut im Vergleich mit Jugendfotos feststellen. Denn bei manchen Menschen liegt die Augenbraue anlagebedingt etwas tiefer. Es gibt auch Untersuchungsmethoden, um festzustellen, ob eine Augenbraue abgesunken ist. Ob dies bei Ihnen der Fall ist oder nicht, kläre ich gerne mit Ihnen bei einem persönlichen Beratungsgespräch. Zur Korrektur einer abgesunkenen Augenbraue gibt es verschiedene Möglichkeiten. Heute in diesem Video möchte ich gerne auf zwei Techniken näher eingehen. Einerseits gibt es die Technik des direkten Augenbrauenliftings. Bei einem direkten Augenbrauenlifting wird die überschüssige Haut oberhalb der Augenbraue entfernt, die Augenbraue wird mobilisiert und in der neuen Position wieder vernäht. Mit dieser Methode kann man auch die Form der Augenbraue sehr gut beeinflussen. So ist es auch möglich, Asymmetrien auszugleichen. In diesem Fall entsteht entlang der Augenbraue eine sehr unscheinbare Narbe, die bei richtiger Technik sogar fast nicht sichtbar ist. Bei der zweiten Methode handelt es sich um das sogenannte Gliding-Augenbrauenlifting. Hier werden die Schnitte in einer Region gesetzt, wo sie später überhaupt nicht sichtbar sind, nämlich ganz dicht oberhalb der Haarlinie und man benötigt auf jeder Seite einen nur 0,5 cm großen Zugang. Über diesen Zugang wird dann die gesamte Stirnregion mobilisiert und die Augenbraue mobilisiert. Wenn die Augenbraue mobil ist, kann diese in die neue gewünschte Position geschoben werden und dort mit Nähten von außen fixiert werden. Diese Nähte werden dann nach 2 Tagen wieder entfernt. Der Vorteil dieser Methode ist, dass es eben zu gar keiner sichtbaren Narbenbildung kommt und ebenfalls Asymmetrien ausgeglichen werden können und die Augenbrauen in eine neue Form gebracht werden können. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, so schreiben Sie diese gerne unten in die Kommentarleiste. Für weitere interessante Themen, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren.